obwohl sie in Italien heiratet. Das ist, kommt ja dazu. Ich glaube, du musst auch noch mehr. Gut. Ich komme nach Piano di Sorrento schon seit 20 Jahren. Und eine der ersten Personen, die ich eigentlich nicht kennengelernt habe, aber Lucio erinnert sich daran, da hatten wir schon miteinander zu tun, denn es war ein Wettbewerb, wo eine Klasse, die ich führte, den ersten Preis gemacht hat mit Einladung im Meta, das war die Station vor Piano di Sorrento, Unterkunft frei, Quartier frei und so weiter. Und die Presse war damals dabei, er erinnert sich, ich mich nicht. Und ich nehme es nochmal zum Anlass, dass Lucio und Sarah bei uns sind, Benvenuti, Lucio e Sarah. Und manche haben mich noch gefragt, wir dachten, das ist mittlerweile angekommen, das wisst ihr alle, sind die Chefredakteure für den kulturellen Teil der Zeitung Positano News, aber auch im Internet eben stark vertreten. Ich werde Ihnen dann Links schicken. Und sie begleiten uns jetzt den ganzen Vormittag und dafür sind wir dankbar. Beginnen werde ich dränge mich jetzt einfach vor, weil wir bei dem schönen Nymphäum, das Schönste, das es ganz, in ganz Kampanien gibt und auch die Größe der Nymphäen, der Mosaikdarstellungen in Pompeji übertrifft und mein P-Seminar 2011/2012/14, glaube ich, war das dieser Jahrgang, sich dieses Thema gewählt hatte, zu meiner großen Freude, und wir dieses Nymphäum erarbeitet haben. Es gab keinerlei Literatur dazu und wir haben eben mit dem unverstellten Blick der Nicht-Archäologen Sachen entdecken können, die bisher unentdeckt waren, also auch von den großen Archäologen. Und zu unserer oder meiner großen Freude ist jetzt dieser zweite Teil des Nymphäums, man kann erst 6 Nischen draußen sehen, so war es immer, der zweite Teil des Museums vor etwa 2-3 Settimane, also vor etwa 2-3 Wochen war hier die Einweihung, dass die Nischen des zweiten Teiles vorgestellt werden, die in der Zeit, als ich P-Seminar hatte, in München in der Hypo BV ausgestellt worden. Wer von euch war damals auf dieser Pompeji-Ausstellung? Es sind immerhin einige, aber ihr braucht jetzt nicht denken, es kommt ein Abklatsch. Es ist hier ganz anders aufgezogen, es ist ein interessanter Vergleich. Wir brauchten es damals, um die Themen des freistehenden Nymphäums zu erschließen, mussten wir immer versuchen, über die anderen Nischen, über die Parallelität, die Symmetrie, die Motive zu erkennen. In München wurde damit geworben, diese 6 Nischen, hier drin jetzt, sind zum ersten Mal und zum einzigen Mal ins Ausland gegangen. Per la prima volta e solo per una volta a Monaco. Innerhalb von wenigen Wochen war in München der Besucherandrang so groß geworden und damit die finanziellen Einnahmen, dass in enger Kollaboration mit ÖPOBV eben sofort beschlossen wurde, diese Nischen nach Kanada, China, Südostasiatico, Hongkong und Hongkong auszuleihen. Seit München waren sie nicht mehr vor Ort. Die Bevölkerung hatte sie aber vorher auch nicht gesehen. Die mussten hier im Obergeschoss mühselig zusammengesetzt werden, diese Mosaike, und waren wirklich zum ersten Mal als Nymphäumspart in München zu sehen. In München, die dort waren, können sich erinnern, hat man das Problem in Anführungszeichen der Tatsache, dass es 6 Nischen ja sind, aber immer nur 6 zu sehen sind, hier 6 im Freien, seit 14 Tagen etwa die anderen 6 innerhalb des Museums, hat man so gelöst, dass man einen Spiegel an die 6. Nische, am Ende der 6. Nische anbrachte und man stand davor und sah 12 Nischen. Es war natürlich ein bisschen Gag, weil es waren die identischen, klar, während hier die Muster doch etwas variieren.
Sie sind also jetzt die erste Gruppe überhaupt, also auch international, die das kompakt in zwei Teilen sehen kann. Davon profitiert das kleine Piano di Sorrento jetzt unwahrscheinlich. Und wir gehen jetzt zum kleinen Nymphäum, also die ersten sechs Nischen, die immer zu sehen waren, hier in diesem tollen Park, diesem tollen Gelände, Ableger des Museums in Neapel. Das ist nicht jetzt irgendein Museum, sondern eine Zweigstelle. Und vorweg muss ich noch sagen, dass dieses Nymphäum aber hier nicht original stand, sondern dieses Nymphäum stand in Massa Lubrense, in der Noma Esatto Bibbiano, und es war Teil einer Anlage, einer tollen Villenanlage, die sich auf dieser Perlenkette, wie wir sagten, von Baia, südlich von Neapel, bis hier nach Capo di Sorrento erstreckte. Nach Capo di Sorrento können wir nicht schauen, das ist die Zunge nach diesem Felsgebilde, auf das Sie alle blicken. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das ist gerade ein Schiff zuvor. Und das ist die Villa, die sogenannte Villa des Pollio Felice, den Lateinern bekannt, weil es war eine Villa Maritima. Und Statius, der Autor, nachchristlicher Autor, hat diese Villa beschrieben und sie hatte den Aufbau einer typischen Villa Maritima, einer Meeresvilla. Heute sieht man natürlich nur noch die Fundamente, also wer Lust hat, heute Nachmittag von den Lateinern dorthin zu fahren, ist ein Traum. Man kann spazieren gehen, man kann die Fundamente, die Reste anschauen, den Ausblick genießen. Die Uni, die Humboldt-Universität von Berlin hat die letzten Jahre hier gegraben und neue Erkenntnisse zutage gefördert. Das ist das Spannende in der Archäologie, das ist nicht konstant, das bleibt nicht stehen, es entwickelt sich immer weiter und man lernt immer wieder was dazu. Da wir jetzt hier so toll stehen, ich wurde ja von einigen schon gefragt, den Vesuv sehen wir leider nicht, natürlich sehen wir ihn jetzt, das war die Perspektive oben. Die Wolken sind schon in den Hintergrund getreten, es scheint oben ein toller Tag zu sein. Es schließt sich Pompeji an, dann die Ercolano, dann die Ausläufer, was Sie hier sehen, ist alles Neapel. Bis zu dieser Spitze vor uns. Neapel Stadt ist dieses... dieser Teil in der Mitte, Sie sehen es an der Häuserfrequentation. Und dann am linken Ende habt ihr dieses Cap Misenum, den Lateinern natürlich ein Begriff, allen anderen wird es ein Begriff, wenn man sagt, da war die römische Flotte stationiert. Also auch die, die für Rom und so weiter zuständig war. Die Kriegsflotte war hier stationiert. Dann haben wir Meer, dann sehen Sie ein ganz flaches, kleines Gebilde. Das ist die Insel Procida. Links davon schließt sich dieses Größere an, das ist die Insel Ischia, die Spitze, die höchste Erhebung, der Monte Epomeo, ein Traumspaziergang, auch wenn man auf Ischia ist. Sie wissen, dass von Ischia aus, ebenso wie von Kumai aus, die Griechen dieses Land hier kolonisierten, also waren die ersten Griechen auch. Und dann können wir eben nicht um die Ecke schauen. Wir sind wieder bei der Villa von Pollio Felice. Die nächste Zunge wäre die Spitze der Halbinsel Sorrent. Und was sich dann links, oder was sich vor den Augen erschließt, ist Capri. Capri wurde abgesprengt von der Halbinsel Sorrent. Es ist jetzt nicht so eine Vulkaninsel wie Ischia und Procida, sondern eine Kalkinsel. Sie unterscheidet sich also dadurch kolossal von den anderen Inseln. Und dann kommt schon der Golf von Salerno Pestum runter, sodass wir hier das gesamte Küstenpanorama haben. Capri stellen wir uns vor, aber bei der Fahrt der Circumvesuviana oder haben wir es ja schon gesehen. Einige bloß. Aber
Mal schauen, wie sich das alles morgen gestaltet. Vielleicht sehen wir noch was. Und jetzt lade ich Sie ein zum Nymphäum. Wir gehen erstmal durch diesen tollen Garten der Villa Fondi und dann kommen weitere Erklärungen. Sie.